Oh, Waffe. Ja! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Schaflund. Das ist an der nördlichen Grenze zu Dänemark. Wir machen weiter mit dem, was wir letzte Woche begonnen haben. Lukas Knopf ist mit am Start und er will eine Revanche. Wir machen wieder Lukas vs. Mark Challenges. Diesmal auf dem brandneuen Pumptrack hier vom Radquartier erbaut in Schaflund. Den testen wir aus und stellen uns gleichzeitig ein paar Challenges. Und ich glaube, Lukas ist heiß, der hat mich letztes Mal ein paar Punkte verschenkt. Wir zeigen euch erstmal den Pumptrack. Viel Spaß. Eine kleine Challenge zum Warmwerden. Ich glaube, können wir Lukas jetzt mal ein paar Punkte geben. Und zwar direkt hier aus dem kleinen Step-Up raus. Manual einfach wieder bis außenrum rein. Okay, das heißt, ich muss. Ich glaube, so ein verrückter Wind war gerade jetzt nicht, aber es ist permanent. Es drückt ganz schön. Ich habe vorhin auch einen Manual probiert. Zwar schwierig. Gucken, wenn er jetzt nicht direkt packt, dann habe ich vielleicht noch einen zweiten Versuch. Aber der Lukas, der ist ziemlich souverän mit den Manuals. Pressure. Easy money. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Challenge Nummer 2. 3, 2, 1, go. Oh, Waffe. Ich hab nur so Restkrümel im Mund. Aber ja. 1, 1, ne? Essen gar nicht. Die haben echt leckeren Kuchen gebacken, aber es wurde ganz schön viel. Oder halt so ein Röster im Brötchen. Du kannst jetzt für Team Lukas bitte einmal einen Punkt holen und das Ding jetzt in 30 Sekunden reindrehen. Nee. Ja, ganz so gut manuell ist, da kann ich das so langsam. Ja, stimmt auch wieder. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, los geht's! Pumptrack Schaffhund hier, die erste Runde. Mark Schultern sitzt so breit im Lenker, ich würde lieber nicht anfangen mit Stress anfangen. So, wir haben einen radikalen Umbruch in unserem Videokonzept, denn der Lukas ist in der Zwischenzeit schon abgereist. Wir hatten eben ein bisschen lange Autogrammstunde gehabt. Der Lukas musste los
Deswegen führen wir die Challenge im nächsten Video weiter und machen jetzt hier selber noch ein paar Challenges, denn es gibt noch einige Gaps und einige Challenges hier im Pumptrack, die es zu bewältigen gibt. Das Ganze ist etwas erschwert. Level ist auf jeden Fall hart heute, weil extrem viele Leute hier am Start sind. Und die Schwierigkeit ist jetzt eigentlich, das dazwischen zu schaffen. Ich würde sagen, wir legen los mit der Manual Challenge hier durch die Line. Gucken wir mal, ob das geht mit den vielen Leuten. Wir fangen bei der zweiten Welle an. 1, 2, 3. Wow. So, weil es jetzt anfängt zu regnen und das gleich eventuell zu nass werden könnte, machen wir als erstes diesen Transfer von dem Step-Up in die Kurve, sonst wird es gleich, glaube ich, ein bisschen zu rutschig. Marc Diekmann ist klar, der Allerbeste, den ich kenne. Er ist mein Vorbild für immer. Kannst du meine Familie wieder freilassen? Also die nächste Challenge wäre manuell durch die enge Kurve. Habe ich noch nie gemacht. Probieren wir mal aus. Ja. Oh. Ja. Wie ihr seht, die Nässe macht langsam etwas zu schaffen. Manuell durch die Kurve hat geklappt, aber danach halt keinen Grip mehr gehabt und weggerutscht. Aber alles gut. So, den Manuell durch die Kurve. Gerade nochmal Redemption gehabt, ohne zu stürzen wie beim ersten Mal. Ich habe gehört, jemand hat behauptet, ich wäre breiter als sein Lenker. Jetzt machen wir erstmal einen Fact-Check, ob das überhaupt sein kann. Entschuldigen Sie. Es wurden Behauptungen aufgestellt. Und ich sehe das jetzt schon, das kann nicht stimmen. Wie breit ist dein Lenker? 780 mm. Nee, da kommen wir nicht zusammen, glaube ich. Aber brauchen wir das Fahrrad sonst? Da ist noch Platz. Okay, also diesen Mythos haben wir erfolgreich widerlegt. Dann halt nächstes Jahr. Hatte ich eigentlich nicht vor. Vielleicht vor 2 Jahren. Da wäre es eher hingekommen. Ja. Also, du hast irgendein altes Video noch, wo deine Adresse steht. Nee, das ist sowas existiert. Vor einem halben Jahr waren es noch. Auch wieder ein Mythos. So, von Level Hard wegen viel Verkehr zu Level Ultra Hard wegen nasser Fahrbahn. Ich habe noch eine letzte Challenge für den Pumptrack hier. Und zwar ist da vorne ja dieser Transfer Gap aus der Kurve in die Anfahrt zu dem Table. Und ich würde sagen, noch ein, zwei Tricks, die ich gerne über das Gap machen würde. Ja. Jonas hier ist auch das Pumptrack-Rennen in Innsbruck mitgefahren und da Lukas weg ist, habe ich einen neuen würdigen Gegner, der wahrscheinlich schneller ist als ich, wenn der Pumptrack-Rennen fährt. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Runde auf Zeit auf dem Main-Track. Zwei Runden ist natürlich her, ich meine jetzt nach dem Tag hier. Komm, wir machen zwei Runden. Die erste Strecke ist man ja ohne Treten erstmal noch komplett langsam. Wir haben den Timer hier am Start, schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Stein, Stick, Schere, oder? Du darfst aussuchen, wer anfängt. Okay, ich bin vor. Zeit. 3, 2, 1. Das ist die Vorlage. Bei der Nässe ein bisschen scary in den Kurven. Man will immer so leicht auf die Bremse gehen. Und Jonas darf nachlegen. Bist du ready? 3, 2, 1. Ja, schnell. Oh, leicht. Ja, hat er. Eine Zehntel schneller. Deswegen fahre ich bei Crankworks kein Pumptrack mit. Bis auf, dass ich einmal komplett den Bodenkontakt verloren habe. Trotzdem eine Zehntel schneller. Echt? Ja. Also der Punkt geht an Jonas in der externen Wertung. Vielen Dank. Fürs Abziehen.
Ich gehe jetzt weinen. Im Hotel hat es leider nicht geklappt, aber wir haben den Lukas wiedergefunden. Ich habe schon geschlafen. Er hat schon geschlafen. Ich habe noch eine kleine Last Man Standing Challenge. Und zwar machen wir eine Foot Jam Challenge. Wer kann länger auf dem Vorderrad hüpfen? Last Man Standing. 3, 2, 1. Go. Oh, nö. Ja! Ja! Nein, Lukas gewinnt das. Den muss ich den ersten Punkt geben. Vielleicht. Ich glaube, der Lukas hat die Challenge gewonnen. Das war's vom Pumptrack Schafflund und von der etwas kurz ausgefallenen Challenge, aber wir machen direkt bei dem nächsten Pumptrack in Rellingen dann damit weiter. Das war's aus dem Video. Gerne ein Like da lassen, kommentiert für den Algorithmus und welche Challenges wir als nächstes machen sollen. Für ein Algo. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.